So, meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich und recht gediegen heute zu unserem kleinen, aber feinen Saisonausblicksfernsehen. Und hinter mir seht ihr die Nahe und das Riesenrad in Bad Kreuznach und auch sicherlich wieder einen Platz, den ich wieder besuchen werde. Und der Bad Kreuznacher Jahrmarkt, ganz traditionell. Und immer Mitte August auf der Pfingstwiese zugegen und ich freue mich besonders auf den Kreuznacher Jahrmarkt, weil Bad Kreuznach eine schöne Stadt ist, eine bestimmungsvolle Stadt ist, ein sehr tolles Fest hat und ich gehe dort sehr gerne hin. Bad Kreuznach hat immer wieder nette Momente übrig und ist ein sehr herzlicher Platz. Die Energie auf dem Platz ist sehr positiv und lebendisiert den Geist und die Seele und dementsprechend freue ich mich wieder auch 23 in Bad Kreuznach sein zu können und dementsprechend wird das wieder eine runde Sache. Was zu den Attraktionen zu sagen kann ich noch nicht für dieses Jahr, aber ich denke, das wird sich bald lüften, das Geheimnis. Ich denke, dass Bad Kreuznach wieder eine sehr stimmungsvolle Kulisse kriegen wird. Und Bad Kreuznach ist immer eine Reise wert in der Volksfestwelt, das kann man nicht bestreiten. Und Bad Kreuznach hat immer wieder mit Überraschungen, hat immer wieder für Überraschungen oder sorgt immer wieder für Überraschungen, so rum. Und Bad Kreuznach ist eines der stärksten 5 Tagesplätze in Deutschland und macht immer wieder Spaß und Freude da zu sein. Und dementsprechend bin ich auch dieses Jahr ganz sicher wieder da vor Ort. Wann weiß ich noch nicht, aber da ich geplant habe, dieses Mal erstmalig das Straubinger Gäuboden-Volksfest an meinem Geburtstag zu besuchen, am 21. und 22.8., an dem ja auch Bad Kreuznach ist. Und deswegen weiß ich noch nicht, wann ich wahrscheinlich freitags werde wieder in Bad Kreuznach sein. Bad Kreuznach macht mir immer Spaß, das Bestückungsangebot ist sehr stimmig und dementsprechend freue ich mich besonders. Normalerweise müsste dieses Jahr wieder der große Breakdance von Kinza dran sein, wenn er nicht verkauft wird, wie man so hört. Und auch wieder andere Stammbesticker, wie die Frau Claudia Nickel mit ihrem Meldenklug und Willi Kipps Europarat, dürfte auch wieder mit von der Partie sein, schätze ich mal standesgemäß. Also da gibt es immer wieder neue und spannende Attraktionen zu erleben und ich freue mich da besonders drauf, weil Bad Kreuznach einfach ein nettes Volksfest ist, das die Sinne sehr interpretiert und neu ordnet und Bad Kreuznach immer wieder eine tolle Erfahrung ist. Seit 2003 gehe ich fast regelmäßig nach Bad Kreuznach, immer wieder ein tolles Fest. Und macht es sehr viel Spaß, dorthin zu gehen, weil auch die Größe sehr passend ist. Und dementsprechend bin ich immer wieder sehr gerne auf dem Bad Kreuznacher Jahrmarkt. Also Freunde, sagt euch immer wieder nix wie in Unna. Und auf die Pfingstwies, auch in diesem Jahr wieder ganz traditionell. Und immer schön Runde für Runde fahren und nicht an den Kassen sparen, Leute. Lasst die Kassen klingeln und auch ein bisschen jingeln, Dankeschön.